Und hallo Leute, willkommen zurück zu Sean Jumps One Piece. Ich hoffe diesmal ohne Lags. Upsala. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Und ja, wie gesagt, ich hoffe diesmal ohne Lags. Denn das ist immer so eine, ja, Laune meines PCs. Ob er jetzt mit Lags will oder nicht. Oh, hi Lissop. Dich wollen wir eh nicht. Denn du bist kacke. Ich mag Lissop wirklich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, Lissop ist einfach... Ja, er ist halt einfach... Ein Lag! Da! Kaum hab ich Lissop! Kaum hab ich Lissop laggt! Nur wegen ihm! Schnitt, Leute! Okay, wir sind wieder zurück. Und ich hab's euch gesagt, es liegt an Lissop. Nur weil wir Lissop aufgenommen haben. Das nächste Mal nehmen wir Lissop nicht auf. Denn dann haben wir auch keine Lags. Ja, also irgendwie mag ich das, ob das geht hier ab. Die erinnern mich doch an irgendwas, die rutschen. Halt wieder? Also, oder eben gar nichts. Ich hätte gedacht, all wieder, weil die würden zu dir passen. Von der Rutsche her. Denn, ihr müsst wissen, all wieder hat eine Frucht gegessen, die sich Alabasterfrucht nennt. Dadurch wird ihre Haut schön zart und geschmeidig, sage ich jetzt einmal. Und wir sind hier anscheinend falsch. Und dadurch prallen Angriffe an ihr ab. Und sie kann ihm an so einer Rampe, die sie sich dann selbst baut, kann sie irgendwie so entlang schlittern und ach, keine Ahnung. Aber das eigentliche Problem ist jetzt, dass ich keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Muss ich hier lang? Ich glaube, von hier komme ich, oder? Kann es sein? Nein, hier war ich noch gar nicht. Ach, ich find mich hier drin schon lange nicht mehr zurecht. Wo geht's denn hier unten lang? Ja, hier, ihr lasst mich mal in Ruhe. Ey, ich hab gesagt, du lässt mich mal in Ruhe, danke. Okay, dann gehen wir doch mal da hoch. So. Was haben wir denn hier Schönes? So. Das war schon fast hier professionell. Lässt du mich in Ruhe, ey? Wahnsinn, ey. Okay, so. Och, Menno. Okay, so. Komm her. Okay. So und so. Reisbällchen, sehr schön. Sanji! Darauf freue ich mich natürlich mehr. Hi, Sanji. So, kann ich da runter? Tatsächlich, da kann ich runter. Okay. Okay. Was? Das ist anscheinend optional, denn... Wie soll ich denn hier... Okay. Ich glaube aber, bei der weit... So weit, wie ich jetzt bin, hat man schon zwanghaft den Gum-Gum-Speer. Denke ich mal. So. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und... Nochmal, alles klar. Gut. Und zack, Mann. Okay, irgendwann muss ich sicher... Okay, eine Münze. Gut, hier geht's weiter. Ich hab schon gedacht, ich hab den ganzen Weg jetzt wieder für eine Münze gemacht. Weg mit dir. Zorro. Oder so ähnlich. Ja, genau. Moment mal. Oh, bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder was? Hä? Aber ich muss hier lang, da bin... Wartet's mal. So. Ja, halt der Maul. Du hast nichts gesagt, aber trotzdem. So. So. Okay. Der lebt immer noch. Gut, kann ich hier irgendwo anders lang? Nein. Okay, ich bin vorher. So. So. Ich bin ja vorher hier lang. Hier unten. Aber es gibt doch keinen anderen Weg. Also war der Weg tatsächlich nur für eine Münze.
Aber wenn der Weg jetzt nur für eine Münze war, wenn wir das jetzt mal annehmen und er war wirklich nur für eine Münze, wo muss ich dann jetzt lang? Hä? Ja, ja, hier. So? Leute, ich hab mich verirrt. Scheiße. Ja. Das kommt mir alles gerade so bekannt vor hier. Das kommt mir gerade... Hey, hier habe ich doch den Part angefangen, kann es sein? Und wie ich hier den Part angefangen habe, hier, du gehst mal weg. Ja, locker habe ich hier den Part angefangen. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich jetzt lang muss. Ja, dann machen wir es halt so. Zack, weg mit euch. Whee! Nein. Whee! Nein. Whee! Okay. Und zack, Sanji. Dankeschön. Nein, da ist er wieder. Hatze fix, ey. Das gibt's doch nicht. Also hier bin ich schon mal falsch, okay. Gut, 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 gut. Nein, eigentlich nicht gut, aber... Ja, geh halt weg, komm. Zack. Okay. Da geht's nicht mehr lang. Hier unten, hier geht's aber nicht mehr lang. Denn da laufe ich ja nur im Kreis. Geht's hier lang? Hier ist auch eine Tür offen. Ob die Tür vorher schon offen war, weiß ich nicht. Ja, das sieht doch... Das sieht doch gut aus. Hier war ich noch nicht, hier war ich noch nicht, hier war ich noch nicht. Das sieht doch richtig gut aus. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Komm, schieß, schieß! Ha, Trottel! Okay. Da gehe ich jetzt nicht runter. Halt doch dein Maul! So. Und darüber. Und da weiter. Halt, 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 wer bist du nochmal? Das war doch diese Mega-Köchin, oder? Ich habe nach dir gesucht, Sanji. Ich hasse es zu sagen, aber du bist der bessere Koch von uns beiden. Pass lieber auf, das nächste Mal werde ich dich besiegen. You got Elefantentunfisch. Und weg mit dir. Das Gum-Gum-Glocke? Ach Gott, ich liebe die Attacke irgendwie. Gum-Gum-Glocke, die Attacke ist super. Die ist super, die Attacke. Okay. Geht's hier weiter? So. Ja, geht's jetzt weiter, oder? Kein Kommentar dazu. Dankeschön. Dann geht's hier oben weiter. Oder? Boah, was kann... Was war denn das jetzt für ein fettes Erdbeben? Ruffy bist... Wuppopo! Haha. Und zack, darüber. Und... Nein, 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 nein. Und gerade noch abgeblockt. Ey, sag mal, ich will hier nicht sterben. Nimm uns, ich will dann halt nicht. Zoro. Dankeschön. Von wo? Kommt's? Und weg mit euch. Okay. Da hast du so gedacht, gell? Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sanji. Also Sanji ist er in dem Spiel brutal. Also der ist er mega wichtig. Vor allem der ist er über. Also der braucht zwei Leisten nur und halt dich halt dafür komplett voll. So oft du willst. Also so oft du zwei Leisten halt hast. Und die Leisten sind sehr, sehr schnell aufgefüllt. Also da ich hab schon wieder komplett voll. Also ich glaube Sanji haben sie ein bisschen zu mächtig gemacht, sag ich jetzt mal. Also finde ich jetzt.
Dann haben sie ein bisschen zu. Okay. Leben. Was zum? Hä? Ah, okay. Okay. Hör! Hallo? Sehr schön, jetzt hat. Ah, die Piratenflagge, okay. So, Leute, jetzt kommt das Level, das viele nicht mögen. Entschuldigung für dieses Piepen gerade, das habt ihr mit hundertprozentiger Sicherheit gehört. Das war mein Laptop gerade, da ich gemerkt habe, dass mir irgendwie mein Ladekabel vom Laptop rausgerutscht ist und der relativ kurz vorm Ausschalten war, also schon recht leer. Und ich hab gemerkt, ah, hula, das ist leicht rausgerutscht, deswegen habe ich es wieder reingesteckt und dann macht er dieses Piepen. Na, sowas aber auch. So unprofessionell wie ich bin, denn bei mir piept's ja. Trinke ich jetzt auch noch kurz einen Schluck. Kleinen Moment, Leute. Ja, ja. Jetzt kommt die Welt, die viele nicht mögen. Ich werde sie auch nicht mögen. Aber irgendwie finde ich die Welt trotzdem cool. Also ja, die ist cool. Und ihr seht es jetzt schon. Es ist ein Scrolling-Level. Ja. Ich weiß nicht, also Scrolling-Levels sind schwere Level, finde ich. Aber sie machen mir eigentlich ziemlich oft Spaß sogar. Also ja. Und die Musik hier, die ist ja sowas von gigantisch. Das ist sowieso die geilste Musik überhaupt. In dem ganzen Spiel, finde ich. Ach ja, und noch was, was man vielleicht beachten muss. Diese Wand hier, die uns verfolgt sozusagen. Also der Bildschirmrand, sage ich jetzt einmal. Passt auf, dass ihr den nicht berührt. Ich meine jetzt nicht, dass er euch irgendwo einquetscht. Nein, nein, nein. Ich meine es, wie ich es gesagt habe. Passt auf, dass er euch nicht berührt. Denn wirklich, sobald er euch berührt, seid ihr down. Das ist ein Instant-Death-Bildschirmrand. Woher ich das weiß, Tja. Dieses Spiel ist ja nur zum Teil blind. Ich habe es noch nie gespielt vorher. Aber ich habe mir ein Let's Play angeschaut. Und ja, daher weiß ich das. Deswegen weiß ich eben auch von diesem Level und dass dieser Bildschirmrand hier Instant Kill ist und Gum Gum Glocke oder auch nicht, Gum Gum Pistole dann halt. Ha, jetzt hab ich Gum Gum Glocke, okay. Buh, 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 buh. Oh, halala. Was willst du denn? Willst du Gum Gum Glocke hier? Willst du nochmal? Schade. Ah, da. Oh Gott, die Musik, die geht aber auch echt richtig ins Ohr. Die ist gigantisch, finde ich. Oh, oh, fuck. Oh, nein. Da, ich hab's gesagt. Wenn er mich berührt, dann bin ich tot. Ich hab's gesagt. Oh, nee. Oh, ich darf von Anfang wieder. Sehr schön. Gut, merken, nicht den oberen Weg nehmen. Denn der bringt Tod und Verderben. Ups. Game over. Ist mir klar, dass ich Game over bin. Dankeschön für diese Information, sag ich jetzt mal. Bandai. Vielen Dank, Bandai. Und wer ist Dims? Wem sagt die Firma Dims was? Mir nicht. Daneben auf ein neues. So. Okay. Lockdown. Ja, die heißt nicht Roachtown, die heißt Lockdown in Deutsch. Also gut, nochmal neu. Aber ich bleib dabei, die Welt ist cool. Alter, die Leute. Ey, Leute, die Welt ist cool. Da könnt ihr mir nicht. Könnt ihr nichts dagegen sagen, die Welt ist echt cool. Also ich finde die Welt echt cool. Die ist, Mann, die hat was.
Und sie hat einfach eine geile Musik. Ich kann's nicht oft genug sagen. Bam, bam, bam. Ich bin Ruffy. Hier, 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 hier. Kommt her. Oh, das war sehr optimistisch von mir. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Rup, 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 rup. Warum mache ich gerade eher wie ein Hund? Rup, und rup, rup. Weil sich Ruffy nicht festgehalten hat. No. Ach, dann bin ich automatisch Game Over. Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Aha. Ich dachte, dann falle ich einfach nur wieder im, hier, Stage Select Bildschirm wieder raus. Gut, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich nicht weit? Nein. Warum habe ich nicht weit gemacht? Ganz einfach, weil der Part vorbei ist und ich keine Zeit mehr habe, um einen neuen aufzunehmen. Also gut, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. In den nächsten Part geht es dann weiter in Loketown. Bis zum nächsten Mal. Ciao.